hat. Und da haben die Kölner mit 9:0 gewonnen. Also wie Tore zu erzielen sind, das wissen die Kölner. Auch im ersten Spiel haben sie 2 Tore erzielt. Da meine Notizen fallen mir oder fliegen mir fast weg, aber ich habe hier alles im Griff. Im Laufe der Saison werden wir viele, viele Top-Spiele spielen und dementsprechend servieren wir hier noch ordentliche Top-Duelle, die Fußball begleitet, beispielsweise Mesut Özil, Julian Draxler, Leroy Sané, Max Mann. Fuß dran, Fuß dran! Komm, Junge! Gut, Hannes, gut, Hannes! Positionsspiel! Beispielsweise Weston McKennie, ein US-Amerikaner, auch Haji Wright hat einen Profivertrag bekommen, der wurde aber noch gar nicht so lange her vom FC Richmond. Und die britische Tageszeitung The Guardian hatte vor ausgezeichnet bzw. näher vorgestellt und präsentiert. Und das sind nicht die größten Talente eines Landes, sondern der ganzen Welt. Und dort wurde dieser Nick Oliver Issa Schmidt von den Kölnern und Niklas Wiemann. Aufgepasst von Kelvin Brackelmann, das ist ein richtiger Hühne, 1,95 Meter groß, also der bringt viel mit. 1,95 Meter sicherlich in der Innenverteidigung, da spielt er heute auch sicherlich nicht fehl am Platz. Ist auch um die Staffelmeisterschaft. Und alle Spiele, alle Tore dieser Staffel präsentieren wir tags um. Ja. Und, oh, Unsicherheit bei Kölns Schlussmann Jan-Christoph Bartels. Titel der deutschen Meisterschaft. In den letzten beiden Spielzeiten war jeweils Dortmund Meister und jetzt die große Chance für Jason Cheka und das ist das 1:0 für den FC Schalke 04. Da stand er genau richtig, dieser Neuzugang. Mal in die Zeitlupe rein. Achtung, Halle! Achtung, Halle! Da sehen wir, wie er sich da freiläuft und zack, da ist er und den Torwart Bartels, den guckt er auf. Ja, und da ist Goller. Und er ist auch weiterhin im Ballbesitz. Tanzt Bartels aus und in letzter Not ist wieder Kawein. Hat er vor dem Spiel mit Stefan Rutenbeck gesprochen, der nicht ganz genau sagen konnte, ob das jetzt ein Vorteil oder gar nicht mehr so heiß darauf war, im Profifußball aktiv zu sein. Er hatte zwar weitere Angebote aus der zweiten Bundesliga, aber im ersten FC Köln junge Nächste Chance für Jason Cheka. Jetzt vielleicht mal. Zweikampf. Hier zwischen auf der einen Seite vom 1. FC Köln ist das Ismail Jakobs und hat er einen mitbekommen. Ich glaube, das war der Ellbogen, den er da ins Gesicht bekommen hat von Bujelab. Nur dazwischen, Milan, nur dazwischen. Genau, los, dann wieder. Weiter! Umschalten! Fehler nicht schlimm, aber Körpersprache! Gut gemacht von Becker, aber ein gefährlicher Pass. Das war Daniel auf 10. Arme! Ja! Zweiter Ball! Position! Zustellen! Okay, Nasim! Und sie wissen ja, wie es geht, späte Ausgleichstore zu erzielen. Im ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach in Gladbach fiel der Ausgleichstreffer zum 2:2 in der 94. Minute, aber jetzt fällt hier
der Treffer zum 2:0. Und der Torschütze Jason Cheka, der Neuzugang von Schalke 04. Super, da aus dem Getümmel heraus, das war auch für den Keeper schwer zu erkennen, da hat er am schnellsten die Kontrolle. Also in Mönchengladbach haben sie ja am Ende 2:2 gespielt, da fiel das Entscheidende. Er kam erst vor einem Jahr aus Tschechien hier nach Deutschland und zum ersten FC Köln. Ruhig! Restverteidigung nachrücken! Na gut gemacht von Nassim Bouyelab, dem Zentralmittel. Da sind wir, da sind wir! Ruhig, hinter Mann jetzt! So. Weiter, weiter, ja! Komm, Nassim! Zu Ende spielen, in Ruhe! Schulinov dribbelt sich da durch. Gut aufgepasst von Noah Katterbach. Übrigens auch ein Junioren-Nationalspieler. Spielt für die deutsche U16. Oh, das war jetzt sehr riskant. Dieses Zuspiel von Bogdans. Laufen lassen. Und am nächsten Spieltag, da kommt es für den ersten FC Köln zum nächsten. Im Montag gut auf die Uhr und jetzt ertönt hier der Abpfiff. Also Schalke 04 gewinnt auch das zweite Ligaspiel.